Sonic Unleashed ist eines der meistgeliebten Sonic-Spiele in der Sonic-Community. Wenn man sich die Bewertung auf Metacritic anguckt, dann sieht man definitiv, wie hoch der User-Score ist im Vergleich zum Hauptscore. Die Frage ist dann natürlich, woran liegt das eigentlich? Einen großen Einfluss dieser Negativität brachte IGN auf das Spiel, denn diese Review war erstens absoluter Schrott. The jump button can be fatally unresponsive at times, fatally unresponsive at times. Wo es jetzt nicht wirklich darum ging, wieso das Spiel jetzt nicht so gut ist, sondern eher darum, einfach nur dumm drauf rumzuhaten. Schaut euch auf jeden Fall das Video von Dreed dazu an, der Link wird in der Beschreibung sein. Und zweitens wurde extrem viel Negatives zum Wear-Out dort gesagt, wo, denke ich mal, der ein oder andere Kritiker sich ein Beispiel dran genommen hat. Gucken wir uns aber jetzt erstmal an, ob der Wear-Out zu Recht gehatet wird oder nicht. Es gab so eine Zeit, wo Sega nicht wirklich wusste, in welche Richtung sie jetzt mit Sonic gehen sollen. Nach den Adventure Games wurde ziemlich viel mit Sonic herumexperimentiert, wie zum Beispiel bei Sonic Heroes, wo man drei Charaktere gleichzeitig spielen konnte, die Storybook-Reihe mit schwammiger Steuerung, aber auch ein komisches RPG mit Charakteren und Elementen von den Comics, die von Ken Penders stammen. Yikes. Und nach dem Desaster von 06 ging sowieso alles erstmal den Bach runter. Aber vor 06 kam Dims mit der Sonic Rush-Reihe und sie haben eine neue Formel ins Leben gerufen. Die Boost-Formel. Wenn ihr auf meinem Discord seid, solltet ihr wissen, dass ich die Rush-Reihe liebe und Sonic Rush zu einer meiner Lieblingsspielen gehört. Join gerne. Auf jeden Fall könnt ihr extrem hohe Geschwindigkeiten dadurch erreichen, indem ihr nur einen einzigen Knopf gedrückt hält. Diese Formel wurde dann durch Sonic Unleashed in 3D verwendet, was auch echt gut funktioniert hat und seitdem wurde sie auch nicht losgelassen. Genauso wie die Green Hill Zone. Da aber die Boost-Level alleine das Spiel viel zu kurz machen würde, haben sie sich an dem, sage ich mal, God of War-Trend orientiert. Denn zu dieser Zeit waren Hack- und Slay-Spiele wie God of War oder auch Devil May Cry sehr beliebt. Und so entstand dann auch der Werehog, der wie schon gesagt ein Hack-and-Slay-Gameplay-Style ist. Und somit haben wir bei Tag unsere Fast-Paced-Boost-Level und bei Nacht den Hack-and-Slay-Gameplay-Style. Durch den Werehog aber hat das Spiel bei vielen Kritikern und Sonic-Fans gemischte Meinungen verursacht. Es gibt Leute, die lieben den Werehog, aber auch viele, die den Werehog zu Grund und Boden verabscheuen. Man kann aber dafür sprechen, dass jeder der Meinung ist, dass die Tag-Level eine große Stärke von Sonic Unleashed ist. Dennoch überwiegen die Nacht-Level auf jeden Fall die Tag-Level, da die Nacht-Level teilweise 20 bis 30 Minuten gehen. Der größte, sag ich mal, Schwachpunkt in den Nachtleveln war, dass es sehr viele Stellen gibt, wo man einfach nur gegen Gegner kämpfen muss. Mit dem wundervollen Battle-Theme, der sich auch im ganzen Spiel kein einziges Mal ändert. Bis auch für so kleine Minibosse. Auf jeden Fall gab es auch hin und wieder mal kleine Parcours-Sections oder Rätsel. Ich hätte mir gewünscht, dass noch ein paar mehr Fast-Pace-Elemente in die Level eingebaut wurden, wie zum Beispiel dieses Wall-Riding aus dieser Cutscene hier. Es gibt sogar ein Fanprojekt, wo sie probieren, Sonic Unleashed in der Unreal Engine 4 zu recreaten und haben auch so ein Feature eingebaut, was echt eine nice Sache ist. Wo das Combat aber am besten zu sehen war, war bei den Boss-Fights, weil man hier extrem viele und coole Kombos auf einen Gegner ballern konnte und dir keine nervigen Hexen auf den Sack gehen. Was ich persönlich ziemlich cool fand, waren die Quicktime-Events, die aber auch bei den Tag-Level vorhanden waren. Sie waren dennoch viel cooler beim Werehog inszeniert, vor allem beim Act-Dragoon-Boss. Ein großes Problem von Werehog, beziehungsweise ein Problem für Leute, die das Spiel zum ersten Mal spielen, ist das Einsammeln von den Mond- und Sonnenmedaillen. In den Tag-Leveln kriegt man nämlich mehr Mondmedaillen und in den Nacht-Leveln mehr Sonnenmedaillen. Und am Ende vom Spiel bei Jungle Joyride braucht man ganze 120 Sonnenmedaillen. Wer also da nicht fleißig gesammelt hat, musste viele Nacht-Level von vorne spielen. Und da kommt dann der Gedanke, dass die Level ja 20 bis 30 Minuten gehen. Und an diesem Punkt gibt es da wahrscheinlich viele Leute, die das Spiel einfach abgebrochen haben, weil es denen einfach zu blöd war, die Medaillen dafür zu sammeln. Ein weiteres Problem liegt daran, dass die meisten Leute nicht das volle Potenzial des Werehogs sehen konnten. Denn wie viele von euch wissen sollten, gibt es ein Level-System, wo man XP durch Besiegen von Gegnern bekommt und dann entweder seinen Kampf, die Stärke, die Lebensanzeige, sein Unleash und sein Schild verbessern kann. Und glaubt mir Leute, ihr wollt nicht nur für Stärke und Combat gehen, weil wenn ihr euer Leben nicht verbessert und nicht der skillvollste Spieler seid, dann habt ihr spätestens bei Shamar ein Problem. Übrigens, wenn ihr die Wii-Version spielt, habt ihr mit dem Level-System und den Medaillen nicht wirklich ein Problem, aber dazu mehr in dem Video, wo ich über D-Max geredet habe. Ist ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Ich will aber den Werehog jetzt nicht hier im Video komplett tot haten. Gucken wir uns doch mal an, was er beim vollen Potenzial drauf hat. Wenn man die Level für den Werehog komplett maxed out hat, dann wird es ziemlich cool. Durch das Combat schaltet ihr so viele neue Moves frei und wenn ihr sie alle lernt, dann könnt ihr echt wirklich coole Combos raushauen. Es gibt extrem viele verschiedene Moves, sei es beim Rennen, in der Luft, auf dem Boden, die Gegner durch Greifattacken zu bekämpfen und so weiter. Ihr seht schon, da steckt viel mehr dahinter, als random zwei Knöpfe zu spammen. Kleiner Tipp, versucht um euch rum nach Objekten zu suchen, die ihr greifen könnt. Weil wenn ihr Objekte auf die Gegner werft, dann macht das alleine sie schon half HP. Außerdem hält der Unleash-Modus länger, was nochmal den Werehog schneller und stärker macht. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, Mods zu spielen für Sonic Unleashed, dann rate ich euch mal die Mod Werehog's Fury auszuprobieren, wo extrem viele Änderungen vorgenommen wurden, um die Erfahrung mit dem Werehog zu verbessern.
Ihr seht schon, der Werk ist gar nicht mal so übel, wie er eigentlich aussieht. Wenn ihr die ganzen Mechanics euch anlernt und verschiedene Techniken meistert, werdet ihr bestimmt euren Spaß damit finden. Es ändert trotzdem leider nicht den Fakt, dass viele Leute den Werk verabscheuen, aus dem einfachen Grund, dass sie nie das volle Potenzial gesehen haben. Hier und da, finde ich, hätten sie leveldesignmäßig mehr rausholen können, wie mit dem vorhin angesprochenen Wallriding aus der einen Cutscene. Die Werk-Level haben auch teilweise einfach nur den Anschein, wo man einfach nur chillt und eins mit dem Werk ist. Bevor es wieder in die actionreichen Talk-Level rübergeht! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch wie immer eine positive Bewertung da und schreibt in die Kommentare eure Meinung zu Werk rein. Ansonsten abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.